SEH Quadrag 620. Der Quadrag 620 von KSEH war mit sage und schreibe 692 PS Maximalleistung der ungekrönte König in unserem Vergleich. Der Cursor 13 von FPT sitzt unter einer riesigen Motorhaube und seine 12,9 Liter Hubraum sorgen für ein gigantisches Drehmoment von 2941 Newtonmetern. Für die Abgasstufe 4 sorgen der DOC und der SCR-Katalysator mit unglaublichen 322 Litern AdBlue-Vorrat. Das Heckhubwerk ist Sonderausstattung und mit einer Hubkraft von 8,9 Tonnen angegeben. Serienmäßig gibt es eine Axialkolbenpumpe mit 216 Litern pro Minute. Wahlweise kann man aber auch 428 Liter pro Minute Ölförderleistung für die bis zu 8 Steuerventile im Heck bekommen. Der Aufstieg in die Kabine ist dank der mitschwenkenden Leiter gut. Und in dem Fahrerhaus gibt es nicht nur Platz satt, sondern auch die Sicht und die Kabinenfederung sind prima. Die Bedienarmlehne samt Multicontroller und großem Monitor kennt man von den kleineren Modellen. Nur im Quadrag gibt es aber die Harley Bar und das Powershift-Getriebe mit den 16 Zweigängen. Die vier Raupenfahrwerke bieten jeweils 77 x 193 cm Aufstandsfläche für die insgesamt gut 27 Tonnen Einsatzgewicht. Dank 32 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht ist der Bolide so auch mit 40 km pro Stunde legal auf der Straße unterwegs. Und auf dem Acker überzeugt der Knicklenker mit seiner Wendigkeit. Weniger als 15 Meter braucht er zum Umdrehen. Musik.